Goldene Zeiten für Matthias Ostscholek. Der Junge aus dem Ruhrpott hat in Augsburg eine steile Karriere hingelegt. Im Januar 2012 als Ersatzmann gekommen, doch nach der Verletzung von Linksverteidiger Marcel de Jong schnell zum Stammspieler gereift. So konnte ich mich weiterentwickeln und ich glaube, die Saison habe ich noch mal einen weiteren Sprung nach vorne gemacht und meine Leistung weiter ausgebaut. Und ich bin noch jung, 22, und hoffe, dass ich noch weiter meine Leistung entwickeln kann und dass ich der Mannschaft noch weiter helfen kann. Daheim in Bochum hat Matthias noch bei seinen Eltern gewohnt. Der Wechsel ins 600 Kilometer südlichere Augsburg war für den damals 21-Jährigen ein großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Gegen Heimweg geholfen hat da sicher ein guter alter Freund. Natürlich hat mir dann noch die Verpflichtung von Kevin Vogt im Sommer noch mal geholfen, weil ich ihn schon seit fast 10 Jahren kenne. Und wenn man dann noch einen Freund um sich hat, dann fällt alles natürlich noch mal einfacher. Mittlerweile ist ihm Augsburg zur neuen Heimat geworden. Er schätzt die Besonderheiten der bayerischen Schwaben, Stichwort Augsburger Dialekt. Der hiesige Zungenschlag klang für ihn anfangs noch etwas fremd, wird ihm aber immer vertrauter. Ich finde es schon sehr lustig für mich als Ruhrpottler, hier die Menschen manchmal reden zu hören. Mein Lieblingswort ist halt, auf Wiedersehen sagt man ja Fitti, oder? Fitti heißt es für Matthias noch lange nicht. Bis 2015 steht er beim FCA noch unter Vertrag. Keine Frage, dass er natürlich lieber Erste als Zweite Liga spielt. Im letzten Heimspiel gegen Greuther Fürth steht der Klassenerhalt auf dem Spiel. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und den Rest können wir leider nicht beeinflussen. Und dann schauen wir nach dem Spiel die Ergebnisse von den anderen Mannschaften an. Aber wir wollen zuerst selbst gewinnen. Eins ist Matthias und allen anderen FCA-Spielern jetzt schon sicher: die bedingungslose Unterstützung ihrer Fans. Mit ihnen im Rücken soll das große Ziel Klassenerhalt gelingen. Das ist enorm wichtig und das gibt jedem Einzelnen noch mal unten auf dem Platz noch mal einen extra Schub. Und deswegen hoffe ich auch, dass am Samstag die Arena brennen wird und notfalls dann neu aufgebaut werden muss. Auf die Unterstützung der Fans können sich Matthias Ostscholek und seine Teamkollegen auch beim letzten Spiel der Saison ganz sicher verlassen.